Gut, dann von mir erstmal einen schönen Abend. Wir kommen zur globalen Lage. Die politischen Kanäle oder die politischen Gespräche zwischen den USA und China sind wesentlich schärfer geworden. Sicherheitsexperten befürchten eine Eskalation der Situation hier im südostasiatischen Raum aufgrund der Vorfälle, wie sie auf dem chinesischen Festland und im Rahmen unserer letzten Operation auf den chinesischen Flottenstützpunkten, wie sie vorangeschritten ist. Die Chinesen drohen mit dem Einsatz ihres gesamten Waffenarsenals. Dies wurde auch schon mehrfach durch die politische Führung Chinas verdeutlicht. Oder der UN-Sicherheitsrat, welcher aufgefordert wurde, eine Untersuchungskommission zu den Vorfällen in China zu entsenden, wurde durch Russland blockiert. Dort wurde ein Veto eingelegt, da Russland und China dort die politischen Beziehungen auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark abgebaut haben. Also hier China auf politischer Seite sehr alleinstehend. So viel ungefähr zur globalen Lage, was die Lage hier vor Ort betrifft. Lokale Lage, zur lokalen Lage. Nach unserem Angriff auf den Flottenstützpunkt auf den Xisha-Inseln haben die Chinesen mehrere Marschflugkörper auf die Philippinen abgefeuert, welche uns in der letzten Operation unterstützt haben. Dort kam es zu mehreren Opfern auf militärischer und ziviler Seite. Dort wurden im Schwerpunkt zivile und militärisch genutzte Hafen und Nachschubanlagen angegriffen. SOCOM geht davon aus, dass hier eine Beteiligung der Philippinen weitestgehend noch unterbunden werden soll, ein weiteres Eingreifen in den Konflikt. Auf dem Festland, auf dem malaysischen, kam es nur zu geringen Gefechten. Die chinesischen Streitkräfte haben hier kaum Reaktion gezeigt, keine Offensivmaßnahmen eingeleitet. Die Experten gehen davon aus, dass dies auf die doch bedeutend schwierige Nachschublage der Volksbefreiungsarmee zurückzuführen ist. Also dass hier die Versorgungslage der Invasionsstreitkräfte doch sehr stark dezimiert ist und sehr kritisch ist. Dies zur lokalen Lage. Unser heutiger Auftrag hier ist jedoch von dem eigentlichen Konflikt etwas losgelöst. Und zwar wurden wir durch die Bundesregierung angefragt, eine Geiselbefreiungsoperation der Bundeswehr zu unterstützen. Im Schwerpunkt geht es darum, dass eine Frachtschiffbesatzung hier der Captain, ein deutscher Captain, durch Piraten hier im Bereich der Insel Sulawesi gefangen genommen worden ist. Dies auf Folge oder die erhöhten Piratenaktivitäten infolge der Abwesenheit von Militäreinheiten, die diesen Bereich normalerweise patrouillieren. Diese sind im Konflikt zwischen China und den ASEAN-Staaten gebunden. Unser Präsident hat dieses Unterstützungsgesuchen stattgegeben. Deswegen sind wir hier, unterstützen unsere Kameraden, unsere deutschen Kameraden bei der Geiselbefreiung. Ein weiterer Grund, wieso wir diese Aktion unterstützen, ist, dass die Nachrichtendienste davon ausgehen, dass diese Piratenaktivitäten aktiv durch China gefördert werden und unterstützt werden, sei es durch militärisches Material, aber auch militärische Ausbildung und Personal, um einfach die ASEAN-Staaten dazu zu zwingen, Mittel und Ressourcen für die Piratenbekämpfung abzustellen, die nicht mehr gegen die chinesischen Streitkräfte zum Einsatz kommen können. Dies soweit zu unserem Auftrag. Die genauen Einsatzziele jetzt durch Trunks. Ja, schönen guten Abend alle miteinander. Könnt ihr mich alle hören? Jo. Jo. Sehr schön. Wir haben zwei Primärziele heute, wie schon gesagt. Unser erstes Ziel befindet sich an WP Saturn. Dort befinden sich die Geiseln,
in diesem Komplex. Ihr könnt hier am Bildschirm jetzt sehen, in welchem Gebäude genau. Das mittlere Gebäude, direkt wo man aus der Haupteinfahrt darauf zugeht, quasi. Unser zweites Einsatzziel befindet sich an WP Maas. Dort befindet sich dieser Offizier, General, Brigadegeneral. Und den gilt es gefangen zu nehmen, wenn möglich. Wenn nicht, ja, ist halt so. Aber wäre halt trotzdem sehr zu unserer Freude, dann könnten wir die Informationen noch aus dem rausholen. Um den WP Maas erreichen zu können, haben wir eine FUB, die es auszuschalten gilt. Die ist etwas nördlich von WP Maas im Einsatzgebiet. Dann haben wir an WP Pluto und WP Maas jeweils Boote und Waffenlager. Die können wir nicht einfach wegbomben, da dort wahrscheinlich auch ein Krankenhaus sich ist. Zumindest könnte es auch so getarnt sein, aber das wissen wir halt nicht. Deswegen müssen wir da zu Fuß rein. Und die Boote an WP. Entschuldigung, an WP Pluto. An WP Venus, genau. Die Boote an WP Venus oben. Die gilt es auch auszuschalten, damit die Piratenaktivitäten oder die Aktivitäten weiter unterbunden werden können. Unsere deutschen Kollegen fahren mit ihren Fahrzeugen von Süden aus Richtung LZ Artemis und werden die aus Angriffspunkt Sulu für uns freihalten und uns sichern bei der Anlandung. Im Nordosten des Gebiets befindet sich eine Brücke, diese wird gesprengt werden, um die Nachschubroute des Feindes aus Zwangs Nord. die Durchführung brauchst nicht machen, das mache ich schon, keine Sorge. Ja, okay, gut, Nein. alles gut. Ja, nee, alles gut. Und Seed Strikes sind alle markiert, wie ihr schon seht. Gut, dann gebe ich eine Durchführung ab. Okay, gut. Wie ihr seht, wir rattern hier ein bisschen durch. Wie gesagt, Zeit haben wir gerade echt wenig. Kann mich auch jeder wieder hören? Okay, hinten sehe ich es auch. Perfekt. Gehen wir kurz in die Karte rein zur Durchführung. Wie gesagt, die Führungspersonen sind schon gebrieft. Wir wollen aber auch, dass jeder andere Bescheid weiß, was wir hier machen und wo er sozusagen das Zahnrädchen in dem ganzen System ist. Wichtig ist heute, ich verdeutliche es nochmal, wir haben das Hauptziel, das ist bei WP Saturn, das sind die deutschen Geiseln, die wir rausholen müssen. Und WP Mars ist ein General. Wie das Ganze zusammenhängt, ist, dass wir nicht direkt an die Geiseln reinkommen, ohne dass wir im Grunde laut werden. Und wir versuchen sozusagen den General als Faustpfand zu bekommen, damit im Grunde die Geiseln nicht getötet werden. Das heißt so, okay, wir halten den General am Leben, solange ihr die Geiseln am Leben hält. Das ist sozusagen unsere leise Hoffnung. Die zwei Ziele da oben werden wir angreifen. Einmal natürlich, um die Piratenaktivitäten oder die Fähigkeiten der Piraten zu schwächen, aber auch natürlich auch, um im Grunde feindliche Kräfte nach oben zu ziehen, weil wir haben doch relativ viele Nachschubgüter in dem Bereich, die wahrscheinlich einen höheren militärischen Wert haben als die deutschen Geiseln. Das ist natürlich auch unsere Hoffnung. Okay. Wie wird das Ganze aussehen? Die deutschen Kräfte werden mit ihren Dingos nach Norden fahren, über die Straßen hier und werden die erste AAA-Stellung ausschalten. Wie gesagt, wichtig, crazy. Die AAA-Stellung kann auch durch den Seed Strike im Grunde angegriffen werden. Für euch ist eigentlich das Hauptziel, wenn der Seed Strike nicht erfolgreich ist, okay, dass ihr die feindlichen Infanteriekräfte in diesem Bereich im Grunde neutralisiert. Check. Also vorzugsweise, wenn der Seed Strike trifft, seid froh, weil dann habt ihr im Grunde eine Sorge weniger und gerade bei eurer Bewaffnung und Fähigkeitenprofil, also gegen gepanzerte Kräfte da anzugehen, wäre vielleicht möglich, aber vielleicht auch nicht die beste Wahl, dann sparen wir uns das Ganze ein bisschen. Okay, also ihr werdet in Stellung gehen auf Schlagdistanz, sagt, wenn ihr da seid, dann lassen wir den Seed Strike rollen, okay? Und ihr übernimmt dann sozusagen die Reste oder wie gesagt, wenn der Seed Strike nicht erfolgreich war, dementsprechend die ZSU 23 haben wir als Aufklärung, glaube ich, bekommen, ausschalten. Oben sollte die auch ausgeschaltet werden. Also wenn ihr ein Line of Sight bekommt und das aufklären könnt, wäre das klasse. Dementsprechend werden wir dann, sobald ihr die Freigabe habt, von hier anlanden.
Wir werden anlanden mit vier Blackhawks und zweimal Eskorte. Okay, Airborne. Airborne nochmal, ich habe nichts gehört. Back, okay, gut. Vier Blackhawks, zwei Eskorte. Dementsprechend auch Aufteilung der Titans auf die Blackhawks wie gehabt. Titan 4 geht hoch und schirmt dementsprechend den Norden ab. Dazu wird sich im Grunde Eagle bewegen. Eagle kurz dahinter. 4 wird erst einmal das Ganze abriegeln. Dann wird es 4 reinschicken, je nachdem, ob feindliche Kräfte von Norden schon kommen oder nicht. Dementsprechend die Brücke verminen, sprengen und die Stellung halten. Titan 3 wird in den südlichen Bereich oder südöstlichen Bereich von Mars sich begeben und schauen, dass sie dementsprechend WP Mars möglichst gut schützen kann. Wie gesagt, auch nur auf Schlagdistanz gehen und bei Titan 2 im Grunde dasselbe. Wie gesagt, wir vermuten feindliche Kräfte, die von Norden nach Süden durchstoßen werden, um natürlich den General zu unterstützen. Auch hier ist eine Forward Operation Base. Wir werden dementsprechend auch DAPs oder auch eine A10. Ich glaube, eine A10 haben wir ja auch sogar, zwei Haben A10. wir ja. Ja, dann sollten wir dementsprechend das angreifen können. Also wie gesagt, wir übergeben dann rechtzeitig. Gut. Sobald die Geisel draußen ist, wird die Geisel dementsprechend nach hinten verfrachtet. Also unsere Geisel jetzt, also der General, wir landen, machen eine Landezone auf und den fliegen wir dann raus. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder zwei Blackhawks brauchen, eine Eskorte ein so zu nehmen. Gut. So, sobald unsere Geisel im Grunde verfrachtet ist, wird sich Wiesel aufmachen. Wiesel sind die deutschen Kräfte, das ist das Rufzeichen, und wird auf WP Saturn vorrücken. Wir hoffen dementsprechend, dass das Gebiet hier in der Stadt möglichst frei ist und die werden sozusagen hier aufmachen und werden WP Saturn einnehmen. In der Zwischenzeit, wo im Grunde die Geisel hier unten abgegeben worden ist, unsere Geisel, wird sich Titan 3 in den Süden aufmachen und dann dementsprechend auch ein auf Schlagdistanz und eine Sicherungsposition einnehmen, um Wiesel im Grunde von Süden zu unterstützen. Titan 4 und Titan 3, die die Brücke und die FOB hatten, werden im Grunde gemeinsam hier oben durch den schmalen Teil 4 und Teil 2 mal. Titan 4 und Titan 2, Dankeschön, werden durch, ja, ich sag mal, durch diesen schmalen Grat hier, also weit weg von den Städten bitte machen, aufmachen und wird auf die Ziele hier im Norden gehen, dementsprechend aufteilen. Die Squad-Leader sind gebrieft, wer welches nimmt. Dementsprechend Vorsicht vor der Luftabwehr, falls die hier noch existieren sollte. Wir gehen aber nicht mehr davon aus. Luftunterstützung wird auch hier möglich sein. Wichtig ist, die zivilen Gebiete dürfen nicht bombardiert werden, ansonsten habt ihr eine Free-Fire-Zone. Da wurden keine Zivilisten so weit gesetzt, weil in der Stadt schon seit Monaten gekämpft wird. Gut, wenn Weasel hier reingeht, sollten im Grunde Venus und Pluto im Grunde schon angegriffen worden sein. Sollte das nicht der Fall sein und Weasel schon hier sein, werden wir diese Ziele canceln und Titan 2 und Titan 4 werden sich im Grunde hier aufmachen, um im Grunde diese Nachschubkräfte oder Verstärkungskräfte und die Verstärkungskräfte hier oben aus dem Norden, das sind auch gepanzerte Kräfte, vor allem ein Kampfpanzer dabei von den Chinesen, die im Grunde hier runterstoßen könnten, sozusagen abzuriegeln. 4, deine Verteilung ist natürlich flexibel, also sollte hier nichts mehr kommen, siehst du zu, dass du eventuell auf die linke Flanke von Titan 2 gehst oder wie gesagt auf die rechte Flanke, dass ihr ein L-Shape machen könnt, okay? Ich mach's wieder weg. Blake, verstanden? Blake? Ja, das habe ich gehört. Okay, sobald wir die Geisel haben, die deutschen Geiseln also befreit haben, zieht Wiesel ab, möglichst schnell natürlich das Ganze. Sollten wir irgendwelche Probleme haben mit den Dingos, weil die nicht mehr fahrtüchtig sind oder Platzprobleme haben sollten, Trunks, wie viel sind es? Geiseln haben wir jetzt mehrere Infos und so kommen. Drei Stück insgesamt. Drei Geiseln, okay. Also crazy, mit drei haben wir es höchstwahrscheinlich zu rechnen. Sollten mehr sein, wie gesagt, können wir die auch theoretischerweise ausfliegen, aber wie gesagt, wir gehen von drei aus zurzeit. Ansonsten werden wir euch dann nach Hause begleiten und der Abschluss der Operation ist um 23 Uhr geplant. Okay, wichtig ist auch an alle Squad-Leader, achtet bitte darauf, die Zeit ist strikt einzuhalten. Sollten wir länger in diesem Gebiet verharren, werden wir abbrechen müssen.
Wir werden um 22.30 Uhr spätestens entscheiden, ob der Einsatz noch durchführbar ist. Gut, noch Fragen? Eine Frage, die Geiseln werden durch die 533 abtransportiert. Genau, die letzten. Die letzten. Also den General, also unsere Geiseln, Ja, die wir als den Geiseln fliegen wir nehmen, ja den aus, nehmen wir. ja. Okay, Genau. gut. Frage Teil 3. Ja. Wohin soll ich dann gehen? Auch auf hier unterstützen oder was soll ich machen? Nach Also, Saturn. wenn die Jungs das Ding unter Kontrolle haben, okay, funk mich an, ich werde schon eine Aufgabe für dich finden. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da allerhand zu tun haben. Alles klar. Okay, gut. Titan 3 könnte sich eventuell auch noch den Mörser kümmern, der da eingezeichnet ist. Ich weiß ja nicht, wie befestigt er ist, was für Informationen wir da haben. Das Ja, klären wir erst auf, sobald Hawk vor Ort ist. genau. okay. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Das machen wir durch Hawk auf jeden Fall. Okay, gut. Noch Fragen? Keine? Okay, dann 533. Abrücken, Titan Platoon außen antreten, fertig machen, Funkchecks durchführen, abtreten. Los. Oh, es ist Oh, wieder. Oh, es So. ist hart. Ei, ei, ei. Zwei Ende. Hier auf der großen Straße rechts. Jawohl. Der 38 Stand von uns aus gesehen, drittes Helikopter. Ah, ich sehe ja. Schön durch den Zaun gefahren, also wirklich. Da war ein Loch. Als Info für den Schützen, mit B kannst du auf Thermal umschalten. Hab's genug Richtgeschwindigkeit? Hinten dran. Jo. Richtgeschwindigkeit, Shadow? Oder einfach Unfrequenz für ordentlich Lead ist 89, 80. 60. Ich weiß nicht, was das Ding kann, aber mach erstmal 60, wenn wir Warte. über 60 können. Ja, wir können über 60. Ja, dann mach erstmal 60. 80, 9, ja. Richtgeschwindigkeit 60 km/h. Ich sehe nichts und habe Standbild. Ich Alles. habe Sichtfeld Titan 3, 5, 10 9, komm Meter. in. Ja, ich habe gerade mal die Map ausgemacht und sehe den Ready to Nebel. boarding, lass mit euch loskommen. Ja, Titan 3 ist vor seinem Hubschrauber kommen. Liebe Ah, Nebel. scheiße, das ist 4 Ehrlich. Blake, ah, ist egal. Ja, blöd, wenn Trotz Zivilisten der über das Ding Sichtlage laufen. peilen wir trotzdem erstmal die Route 65 an. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit der leichten Erhöhung trotzdem mal sehen können. Ja. Razor, Route Titan 2, 65, was bereits sagst an du, dass Bord, wir hier im Ende. reinfliegen, gerade möglich? Ja, ich gehe davon aus, dass wir Realtime-Mics meinen. Mein, was? An dieser Stelle möchte ich erstmal ein herzliches Dankeschön an das Jägerbataillon 533 sagen und aber auch an das Titan Platoon, was mich wieder eingeladen hat und ich mit dem Jägerbataillon 533 gemeinsam etwas spielen durfte. Das Schöne war an der Truppe, ich wurde wieder sehr herzlich aufgenommen, mir wurde einiges gezeigt, weil jedes Mal, wenn ich in einen anderen Trupp spiele oder in einen anderen Clan spiele, ist es natürlich eine andere Struktur. Natürlich ändert sich das Prinzip Arma jetzt nicht, aber trotzdem führt jede Person, jede Gruppe, jeder Clan doch anders. Und hier wurde ich direkt wieder schön an die Hand genommen, man hat sehr gut auf mich geachtet, aber ich denke und hoffe, dass ich mich auch gut etabliert habe. Von daher hier ein schönes Dankeschön, dass man hier so herzlich aufgenommen wurde. Ja, wenn du jetzt halten würdest. Ja, zwischen C2 erreicht. Wir machen jetzt hier einen kurzen Beobachtungshalt, maximal 30 Sekunden. Und wenn hier nichts ist, dann werden wir direkt Richtung Ost, Richtung AP Zulu, auf Karte eingezeichnet, vorrücken. Und zwar links, rechts, Abstand ca. 50 Meter. Alles klar. Richtung Osten, warte, jawohl. Richtung Osten einbiegen. Jawohl. Der eine auf Richtung Ost. Ich sehe leider nicht, wo die anderen sind. Direkt rechts hinter uns. Alles klar. Wie viel Zielgebiet ist jetzt direkt östlich unserer Position? Hast du jetzt noch 100 Meter Fahrer? Jawohl. I see. Hab GPS offen, Kartenmarkierung sehe ich, alles gut. Bin da, aber also sieht man nicht. thermalmäßig, da stopp, halt. Halt, halt. Vor uns mehrere Thermalkontakte, ich öffne das Feuer. Yep. Wasser rein, so öffnet Feuer, mehrere Thermalkontakte, richtig was. 5 Mikes bis Clearing, Landezone.
sichtbare Thermalkontakte bekämpft. Da ist noch einer. Ist noch einer hinter uns. Die Frage, langsam vorziehen. Wenn das machbar ist, dass die Schützen dann auch noch kämpfen können, dann ja, weiter zum Zielgebiet, Druck machen. Befahrungsschütze, ihr sprecht euch ab. Wenn möglich, langsam weiter ins Zielgebiet vorstoßen. Michael, finde ich okay? Ja. Super. Fahr langsam vor. Aber wirklich langsam. Das ist natürlich raus. Unsere Hand vor uns, müssen da auch die Leute rumlaufen. Feindliche Schützen, wie es aussieht. 20. Geht mal Richtung Norden ein. So, wenn der letzte Mann seine Position eingenommen hat, dann hier rüber Richtung West und dann einfach der Senke folgen, so dass wir da genug rankommen. Irgendwo gibt es dann noch ein paar Steine, die nutzen wir als Deckung. Ziel ist, so dicht wie möglich ran, den Feind aus der Entfernungsschutz zu werfen, Sprengladung an der Mauer zu setzen und dann ins Gebäude von der Seite eindringen. Fragen? Was gibt's denn? Ah ja, mit Speck wie immer. Eins, Abmarsch. Verstanden, gebe ich weiter. Eins geht. Hier Wieselende. Wiesel rückt ab zum BP Mars. Wieselende. Da wir jetzt die eine Kräfte von Titan alle hinter uns haben, heißt es, alles was dort vorne ist, ist definitiv feindlich und sofort zu bekämpfen. Hey Gray, steh doch mal auf. Sind eure Dingos noch besetzt? Nein. Negativ. Okay. Über den Hügel und Bordan. So, jetzt mit Obacht hier rangehen, das Zielgebiet ist schon gleich sichtbar. Ja, genau, weil sonst sind die jetzt genau vor uns. Helena, Seni, haltet mal hier Kontakt, nördlich, nordöstlich das Gebäude mit im Blick, das machen wir. Ebenfalls Kontakt auf dem Dach. Verstanden. Feuerfreigabe, auf erkannten Feind, Feuerfreigabe. Feindschützen bekämpft. Geh weiter vor. Du wolltest ein MG5 mitnehmen. Hey, wir sollen das Haus sichern eben hier. Sollen wir das nehmen oder im Auge behalten? Augen behalten, Augen behalten. Ja. Also in Richtung. Beschuss von vorne. Okay, da sind jetzt eigene Kräfte, wir können das Feuer nach vorne zentrieren. Vorziehen. Verstanden. Vorziehen. Passt auf unsere Zielperson auf. Die ist eigentlich anders gekleidet. Ich gehe davon aus, dass sie irgendeine Uniform anhat, die sie markant macht. Genau, kurz. Langsam zur Grenze vor. Zur Hügelkante. Kontakt dort, an der Hausecke. Er kann. Direkt Feuerbekämpfung einleiten. Er hat sich hingelegt. Mal weg, die Vogel. Okay. Crazy, wir sollten umgliedern. Team rechts rum durch die Senke direkt ran oder so. Elsa, dann dein Team vorne raus. Wir gehen hier rechts um, umschlagen. Wir haben vom Gegenüber Beschuss. Was heißt Gegenüber? Auf der anderen Seite sind auf jeden Fall noch eigene Kräfte. Bunkeranlage. Vor dem Eingang gehe durch Senke. Vor dem Eingang was? Vor dem Eingang ist eine Stellungsanlage, könnte besetzt sein. Crazy, ich soll zu dir mit, ne? Von der Zahl her? Nee, Fabi, seh dich hier zu mir mit, östliche Richtung in die Senke. Wir bleiben noch drin. 4 in der Senke geht weiter vor. So, einmal Optrix. Jawohl. Ich nenne die einfach Helena. Das ist, glaube ich, einfach. Jawohl. Da vor zu dem Felsen, prüf mal, ob wir in Richtung Westen Feind entlang der Mauer haben. Verstanden. Jo. Negativ, kein Feind. Doch, Kontakt. Ja. Zielperson erkannt. Zielperson wurde ausgeschaltet. Muss vor. Welcher Idiot war das denn hier? Leute, ich hab gesagt, auf den nicht schießen, der muss festgesetzt werden. War keiner von uns, war gelbe Leuchtmunition, lösen wir nicht. Ruhig, Männer, der Typ lebt noch, aber da wird immer noch aufgeschossen. Feuer einstellen. Das sind die Titans. Ja. Seht ihr? Das ist so. Wir ziehen weiter vor. So, mein Team, wir ziehen vor, da zu Hause zum Mauer. Und solange wir es nicht sind, habe ich da. Jawohl. Einer sicher Richtung Westen, hinten raus. Liefel, kommst du mir hier vor? Ich nehme Westen. Wow. Liefel zu mir hier vor? Ja. Razor, Status. Wir sind an der Mauer.
Habt ihr eine Sprengladung dabei? Negativ. Am Obdrix hinterher. Jawohl. Bin da. Level 1, links eindringen. Mist, dann hat das wieder mit der Logistik nicht geklappt. Theoretisch sollte jemand was dabei haben. Gut, dann halt klassisch vorne den Eingang. Ja, die müssen aber leer sein, die anderen sind schon drinnen. Drin. Okay, öffnen. Kein Kontakt, okay. Wir versuchen dann über die... Da ist ein Eindringpunkt in das Gebäude, wo wir rein wollen. Gut, dann gleich hinten halb bei links. Unserer Leute ran. Gray. Wie viel? Ganz langsam vortasten. Recovery da, hinten ran. Folge! Sicherung direkt da an der Häuserecke einrichten, Richtung Nord. Da im Gebäude Kontakt hinter der Scheibe. Ja. Hau drauf, Junge. Deli, letzter. Und rein. Sprung. Noch Meter vor. Wie viel? Hier an der Häuserecke. Sollen wir die Tür hinten zumachen? Da an die Ecke. Ja. Hier rein. Welche? Ich hab's immer noch. Da, ja, alles klar. Da an die Ecke. Ja. Hauptkampfrichtung Nordwest zu dem Gebäude. Am Aufdrehen den Gang entlang sichern. Jawohl, wir nehmen's sicher. Wir warten jetzt, bis der Rest nachzieht. Da geht's sicher alleine rein. Ja, ich hab die Tür im Blick. Sichere den Gang lang. Die Sicherung. Bist du sicher, dass du die machen willst? Ja. Vor mir ist, die Person, Zielperson vor mir, ja, positiv. Die geht weg. Ja, komm, wir gehen rein. Ja. Bin hinter dir. Wie viel bleibt vor Ort? Türen offen lassen, zulassen. Lass zu, wenn man die will. Linksseitig. Ich bin nur die Zielperson. Pass auf, links Durchgang offen. Na, links war nichts, links. Rechts, ja, checke, okay. Rechts offen, rechts safe. Down. Der General kriecht hier vorne. Halt, warte. Ja, positiv, sehen. Ja. Ja, ganz ruhig. Okay, wir gehen hinten erstmal durch. Erstmal sichern wir das Gelände, der kann ja soweit nicht. Grey Wolf ist down im Gebäude. Okay, ich hab. So, bei dir. Direkt durch. Jawohl. Hochgehen. Nee, negativ, unten bleiben. Okay. Runter, hier die Lücke waren. Jawohl. Der Vogel jetzt, Alter. Ich überspringe. Ja, das war der General, der hat sich das MG geschnappt. Sicher? Gang sicher? Alles klar. Kommt hoch? Kurz halten. Jawohl, sichere Gang. Crazy, wir gehen weiter vor hier. Ja, wir kommen nach, wir setzen den General fest. Alles klar. Komm mit. Hol weiter. Nein, geh rechtsseitig. Ich hab links. Linksseitig Einbuchtung, ich checke, bevor du weitergehst. Du bleibst da mit dran bei uns. Hier kann's passieren. Check. Du musst jetzt rechts gucken. Titan ist noch draußen, ich nehme an, die übernehmen die Sicherung draußen. Jawohl, links wieder Eingang. Rechts sauber, rechts offene Fläche. Lass dich auf anderen, du bist verlassen. Sicher, soweit. Okay, ein bisschen Treppe hoch, der ist oben. Okay, nach oben. Bin hinter dir. Jawohl. Mach rechts. Ich guck jetzt nach rechts raus. Rechts safe, Raum sicher. Raum sicher, hier. Gut. Geh mal noch eins direkt hoch. Wie viel kommen wir gehen hier durch? Gehen gleich zum nächsten Gebäude. Wieder auf der rechten Seite bleibe ich. Jupp. Linksseitig soweit clear, geh jetzt rechts. Rechts kein Durchgang. Rechtsseitig geht's weiter Jupp. Raus. Oh, nee. Wie viel, wir gehen hier ein bisschen hinten rum. Gucken mal, wie es da aussieht. Jawohl. Achtung, ich öffne. 3, 2, 1. Razor, wir sind nördlich aus dem Gebäude raus. Nehmen uns das restliche Gebäude sicher? Hier auf. Sicher? Ja, oh! Hey! Okay. Crazy ist der General. Ich nehme noch, ich komme wieder hoch, ich bin nur leicht verletzt. Wie viel, Seli? Ja. Fuck, Alter, was war das denn? Crazy ist der General noch lebend? Das kann ich von hier aus nicht sagen. Razor ist in dem Gebäude drin, wo er zuletzt gesehen wurde. Hier ist rotes Team, wir sind im zweiten OG, die Person nicht gesichtet. Die Person war auf dem im ersten OG auf dem Balkon. Ich liebe dieses Spiel. What the fuck, Alter, was soll das jetzt? Ich bin einfach runtergefallen, Alter! Ich brauche ein bisschen länger, meine Beine sind durch, aber ich kann kämpfen. Ja, alles gut. Ich bin hinter dir. Die Person. Oh, die hat es entschärft, oder?
Der ist aber nicht mehr original. Ich glaube, der ist down. Wiederholen Sie Zielperson tot. Ich weiß nicht, ja. Ja, genau. Zielperson hängt krumm gebückt am MG. Ich vermute tot. Das ist keine gesunde Haltung zumindest. Nee, erstmal nicht so, ne? Also das würde ich untersuchen lassen vor meinen Orthopäden. Oh. Ich bin gleich wieder einsatzbereit. Okay, dann Meldung raus. Wir haben die Zielperson zwar gesichert, aber nicht mehr lebendig. Wir sammeln uns dann hier unten am vor dem Gebäude. Ja, machen an dem, vielleicht kannst du mal gucken, aber. Da es auch zu technischen Problemen kam, wurde die Zielperson durch technische Hilfe, durch den Zeus, wiedergeholt und das Ziel damit doch noch erfüllt. Hier muss man dazu sagen, dass man in Arma nicht unbedingt einen Einfluss hat, auch wenn es natürlich am Anfang ungünstig gelaufen ist, doch auch haben hier Bugs eine Rolle gespielt. Einiges musste ich ausblenden, weil manchmal doch etwas gesponnen hat. Das liegt nicht am Titan Platoon an der Mission selbst, sondern ist einfach durch Arma entstanden. Von daher ein absolutes Verständnis, wenn auch mal der Missionsbauer eingreifen muss. Solange das nicht häufig passiert oder nicht regelmäßig. Wir springen zum nächsten Punkt, zum nächsten Angriffsziel. Los geht's. So, dadurch, dass wir jetzt eh schon eine Deckung haben, werden wir jetzt gleich im Schützenrudel aufgliedern, beziehungsweise wir werden einfach so bleiben, wie wir hier stehen und gehen so direkt aufs Zielgebiet drauf zu. Jawohl. Warte mal. Crazy? Ja. Rechts von vom Zielgebiet, also Richtung Osten noch, 150 Meter weiter, ist eine Bunkeranlage. Ja, ich vermute mal, dass dort Titan schon sitzt. Wir werden uns also erstmal von hier aus dann, je nachdem wie die Senke aussieht, gerade einfach der Straße lang runter bewegen Richtung Nord-Nordosten. Okay, ja, ich wollte es nur erwähnt haben, nicht, dass es da eine Überraschung gibt. Dann meldest du das oder beziehungsweise setzt dein Fahrer, instruierst du den? Ja. Gut, dann... Ja? Gut, dann Gray, tausch mal noch mit Razor, dass der Funker nicht vorne ist. Und dann machen wir uns jetzt bereit einfach. So, dann auf Marsch. Und ich dachte, das kann hier Rand werden. Einfach hinten dran. Drei, hier, wer guckt das Fernglas? Wenn die an uns vorbeigezogen sind, fahren wir vorne bis zum Stein vor. Verstanden. Gruppe durch. Zum Felsen, zu dem Stein, das hört sich mal so komisch an. Jetzt zuvor. Gut. Hey, kannst du wirken? Passt das? Ja, so ist gut. Kontakte nordwestliche Richtung, Dschungel, rechts ist. Gehen die Kontakte von denen? Könnt ihr Feuer eröffnen? Feuer eröffnen. Ah. Feine Grundstärke. Man muss nachladen, Waffe nicht klar. Cool. Sind die getroffen, verbinde mich. Ich sammle Crazy ein, der ist getroffen. Ja. Du hast Lead. So verstanden. Rest des Trupps in Senke verbleiben, ich stoß mit Grey weiter. Bin wieder ready. Crazy für dich als Info, Titan Lead sagt, lösen, weiter auf Sprungziel antreten, Titan 3 kümmert sich. Ja, so verstanden. Miefel, dann Planänderung. Zieh mal zu uns nach, dass du uns in das Zielgebiet weiterhin sichern kannst. Okay, dann fahren wir weiter an der Straße entlang. Die sind links von uns dann da. Also jetzt geradeaus natürlich, wenn der. I believe I can fly. Ach, come on! Ja, dann absitzen, zu mir kommen. Direkt hier vorne zum Dschungel, markant eure Position, ca. 300 nördlich. Ja, wir sind auf dem Weg. Eine Kante zu spitz ist, ne? Das gibt's auch nur hier. I hate it. Sorry! Wow! Hey, das war knapp. So, nachgezogen. Nachgezogen.
Achtung, Ziele unter uns an der Mauer, ein Verkörper. Da. Können wir schon die Zivilisten sehen? Wahrscheinlich irgendwo in der Halle. Okay, haben wir draußen jetzt noch irgendwo Fahrzeuge, die uns gefährlich werden können? Achtung, Granate ist raus. Zwei Jeeps. Gut, na, dann können wir ja so schnell wie möglich jetzt im Fußmarsch dort vorgehen. Also ist ja wie gesagt, wir schalten hier das. Aber was ist denn das hier vorne? Ja, hier vorne sind Feinde. Oh. Direkt Nahbereich, oder wie? Ja. Nahbereich, Mauer. 5 Meter Rauchsäule. Bin ich gemütlich? An die Sicht. Nee, oder nicht? Schon hörbar. Der Nebel lichtet sich so langsam. Deli, wie sieht's dort hinten in dieser komischen AA-Stellung aus, in dieser eingezäunten Sache? Kannst du da was erkennen? Ja, da ist ein Schütze. Ja, aber... Ja, ist egal, das ist unser Ziel. Lass rangehen jetzt. Das machen die anderen. Gut, dann hier ist vorne erster Sprungziel. Razor, nimm dir dein Team mit. Hier vorne. Oh, ja. Wow. Jawohl, bin da. Bin bei dir. Oh, Gottes Willen. Läuft er mir in die Schussbahn. Wer? Du sollst ja gerade schießen, Mann. Ja, da war mal... Nein, du sollst nicht schießen, war die Aufgabe. Ich will's hinterher, oder was? Helena geht mit hinterher. Jawohl, ich bin auf Weg. Was? Bin hinter. Ich bin gleich dran. Okay, gut. Ja, wir haben noch Seli bei uns. Okay. Bin dran. Sorry, Razor. Musst du das mal koordinieren. Alles gut. Wir nehmen dann den Stein rechts von denen. Ich will feuerfreier Vergangenheit. Ja, wenn ich wegen sehen würde, bin ich. Wir nehmen Rücksicherung. Gut. Okay, danke. Sprung auf, Marsch. Der Stein rechts an den eigenen Leuten vorbei. Seli? Crazy Eindringpunkt westlich der Mauer. Ist da schon was offen? Nein, aber wir können uns die Lücke machen, deswegen frage ich. Können wir einen machen? Ich schieße jetzt die Panzerfaust drauf, was meinst du? Ja gut, na dann, dann versuch gleich den Turm mit irgendwie klar zu machen. Wenn da jetzt noch einer frei drin lebt, dann weiß ich nicht. Rückschaltzone ist frei, ja, positiv. Ja, nice, das war unsere Panzerfaust. Ja, alles gut. Wir werden jetzt hier zu dieser Ruine vorziehen und wir werden dann gucken, dass die zweite Panzerfaust die Mauer dort kaputt macht. Razor, wir ziehen zu der nahegelegenen Ruine südlich direkt dieses Mauervorsprungs an der Ecke. Ihr macht die Mauer kaputt. Machen wir. Soll ich ihm an? Yep. Rückschaltzone ist frei. Ist frei. Entfernung? Gute Frage. Warte, ich messe. 100, warte. 150, aber warte kurz. Wir sollen. 114 Meter. 14. Von meiner verstanden. Position. Verstanden. Die Riegeln im Norden. Bin bereit. Ab. Wir sollen zeitnah nehmen und. Sag Bescheid. Feuer frei. Und rein. Das war gut getroffen, aber direkt die Spitze. Sehr schön. Mauer ist offen. Jo, erkannt. Habt ihr einen Sprungziel? Ansonsten kommen wir als erstes mit rein oder ihr zieht vorher nach. Wir sichern von hier aus und springen dann direkt ran. Sprich, ihr zieht vor, sichert den Innenraum, wir ziehen direkt nach. Sind auf dem Weg. Ich will nach Mauer direkt Sicherung Richtung Osten einnehmen. Am Hauptdrehungsgebiet. Ja, verstanden. Merkt mir das sogar noch nicht. Am Hauptdrehungsgebiet ist gleich so, keine Ahnung. Ja, danke, danke, finde ich gut, ja. Ja. Langsam. Ja. Jetzt hier in Stellung Richtung Nord. Ich bin Richtung Nord gut ausgerichtet. Hier bleiben, sehr hier schön bleiben. Vorne an die Ecke prüfen. Ich hab gerade zu. Du guckst rum. Ich springe an das Holz vor dir, da habe ich bessere Sicht. Razor, ja, genau. Ihr könnt nachziehen, wir sind bis an dem ersten Gebäude vorbei. Sind schon da. Wir haben die Geiseln gefunden, haben aber Gegner hier. Razor, sichert ihr mal hier weiter den Hof, wir gehen hier links durch das Waschstadtgebäude durch und sichern die Geiseln. Ja, so verstanden, wir sichern. Komm, wir gehen mal hier rum. Hier rechts, jawohl, rechts, außenrum.
Und dann in den Fenster gucken und beobachten. Gray, wir sind gegenüber auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja. Zu den komischen Holzblöcken da. Ich hab deine Seite. Konzentriere dich auf den Innenraum und guck auf, wo du hinschießt. Du bist da, die linke Seite von dem Stapel. Weiter. Hinterer Teil des Gebäudes gesichert und frei. Razor, nehmt mal noch das große letzte Gebäude hier, wenn man da rein kann. Wir sichern die Geiseln und bringen sie schon mal raus. Ja, so verstanden. Fabi, bleib mal hier. Liebe, verbleib in wenn Position. Wenn die anderen hier reinkommen, dann kannst du mit reinlaufen. Okay. Komm, ob du regst wir nach. Wir öffnen das Tor, da kann der Bibel reinhalten. So, und jetzt technisch gesehen. Verstanden. Machst du auf? Ja, ob so geht, ja. Bibel, ich öffne in 3, 2, 1. Ist auf. Wir haben Fahrzeuge vor der Tür. Gray, mach mal kurz eine Meldung raus. Wir haben die Geiseln gesichert und frag mal, wo wir sind. Genau, bleibst du da an Sicherung. Fabi? Ich höre Motorengeräusche, könnte ein Kettenfahrzeug sein. Hast du eine Richtung? Nordwest. Nordwesten, ja. Kommt näher. Nee, warte, bleib hier. Sedi, bleib hier. Fabi, hier. Wir müssen irgendwie die Geiseln jetzt hier rauskriegen. Gray, zieh zu Razor vor. Wir kümmern uns um die drei Geiseln hier und du guckst, wo wir die hin müssen. Kontakt aus, außerhalb vom Kompott. Ausgeschaltet. Wir sollen. Ja, wir müssen erstmal wenigstens rausgehen und gucken, dass wir hier die Fahrzeuge hier kontakten können. Hier schon mal zu Razor, ich brauche den Funker. Der ist irgendwo dort in diese Richtung an dem Gebäude, das sollten sie als letztes sichern. Eigen im Nahbereich, jetzt im Südosten. Oh, so verstanden. Komm her! Du blöder Pimmel! Flipp aus! Ich will dir helfen, komm hier her! Munitionsband rein. Titans rücken südlich von unserer Position Richtung Westen. Ja, Gray, was war Gray, wohin sollten wir die Geiseln jetzt? Geiseln sollen aufgenommen werden und wir sollen Richtung Süden schnellstmöglich in einem Rutsch ausrücken. Abrücken. Können wir die irgendwie bewegen? Razor, hörst du mich? Wir haben definitiv Feindkräfte nordwestlich des Lagers. Wir nehmen jetzt mit, wer mitkommt, der Rest bleibt hier. Kann ich nicht. Ich hab meine Geisel verloren. Du warst nicht mein Babysitter. Wenn ich mal Kinder hab. In der Tat ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Wir sollten die Geiseln zur LZ zurückfahren. Dabei war ich mit Recovery vom Titan Platoon unterwegs. Was dabei entstanden ist, möchte ich euch nicht vorenthalten. Allerdings muss ich jetzt sagen, wer etwas Ernstes sucht, der sollte vielleicht die Time Marks nutzen und skippen. Hier ist vielleicht etwas zum Schmunzeln. Haben LZ erreicht, warten auf Übergabe, kommen.
Dann verweilt ihr dort, bis die Geiseln ordnungsgemäß übergeben sind. So, verstanden. Ende. Los, go! Zeit ist fliegen weg. Zeit ist fliegen weg. Landezone eintreffen. Zeit ist fliegen weg. Wir müssen die abgeben. Sorry, Dubs. Forever alone. Kennst du Black Hawk Down? Ja. Hier sind die beiden jetzt, die zurückgelassen werden. Wir können Sport machen. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10, und 11. Du bist dran. Ich genieße den Sonnenuntergang. Wow. Was ist Sportmuffel. Ja, das stimmt auch. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Der Fluss? Weiß, der Fluss? Ja, das ist eigentlich blau. Der Staub voraus. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist grün. Wow, das ist echt fies im Dschungel, ne? Ich würde sagen, es ist dieser Baum. Ja, Baum. Ah, krass, ne? Ja. Ich hab dich gleich. Was macht? Oh, das ist Fettshaming. Ich bin selber fett. Okay, also. Fette Sau! Sagt der Cheater von uns beiden. Boah, das stimmt, ich hab gecheatet, das ist recht. Da hast du gewonnen, okay. Sad Life, stell dir jetzt hier einen traurigen Smiley bitte vor. Könnt ihr was aufklären? Nee, kann ich nicht, tut mir leid. Was sehen wir, ob die noch nicht merken, dass wir nicht da sind? Ja. Seid also ihr schon auf dem Rückweg? Nicht so richtig. Und ihr? Oh Mann, Martin! Hey! Schaut, mir hat mir extra gesagt, dass Schnee, ich... Schnee! Ja. Oh! Oh. Oh. Ich soll nicht so viel Trash-Talk machen. Da sind drei Infanteristen im Rauch am Untersee. Hast du ein C-Tab, ja, wo ich ihn beleidigen kann? In Richtung West, Nordwest. Beleidige Sharp jetzt. Da hab ich denn kein C-Tab, Alter? Das ist typisch. Ey, ich warte jetzt nicht. Nein, ja, ich warte nicht. Hast du Angst oder wie? Vertraust du mir nicht? Nicht so viel Bullshit-Talk machen, ich muss Sharp erstmal beleidigen. Direkt in der Straße, zwei Feindschützen von hier aus aufgeklärt. Entfernung, was der wieder denkt hier. 4,50. Nee, guck mal. Schnee. Hm. Ich rauche mir erstmal eine. Ja, mach das, ne? Ich meine, wir stehen hier eh noch ein bisschen. Ja, ich glaube schon. Und sonst so? Ja, ich hoffe, dass gleich Set kommt und Nein! Kommen wir aber nun zum ernsten Part. Springen wir zu dem Punkt, wann die Leute abgeholt wurden, die Gefangenen mitgenommen wurden und wir dann zurück zu den Leuten fahren konnten. Hier ist nicht mehr so viel passiert, allerdings möchte ich euch natürlich die letzten Schussszenen auch nicht vorenthalten. Deswegen zurück zum ernsten Part und hier nochmal ein großes Dankeschön an Recovery, der mir den Tag damit echt super versüßt hat. Auch an Razer, es war eine super Gruppe. Vielen, vielen Dank für alles. Sind die direkt Nord im Wald? Sonst so? Hui, da kommt schon mal. Nicht so wichtig, dann zieht ihr bloß bis an die Hügelkante hier ran, sodass ihr nicht drüber guckt und wir fassen dann noch von euch Munition nach. Es müsste was eingepackt sein. So, verstanden, wir fahren euch. Crazy, wir sollen den mit dem Dingo das Lösen der anderen Kräfte ermöglichen. Ich höre Fahrzeuggeräusche, kommt näher. Richtung Nordwesten. Noch ein Stück bei Brock, dann rechts reinfahren, die sind ein Stückchen, die stehen. Panzer sein. Was hier? Das sind Titans, ja. Ne, wir müssen noch ein Stück weiterfahren. Du siehst da, wo gleich vorne die Titans kommen. Fahr weiter. Rechts eindrehen. Siehst du, dass die vor uns plötzlich Stellung gezogen haben da vorne? FPZ Richtung Nord. Da weiter, genau, da vorne an die Hügel. Tritt auf uns an. Wir lassen uns hinter die Hügelgruppe zurückfallen. Wir haben nichts zum Entgegensetzen. Bleib stehen. Kampfpanzer. Zurückfallen lassen, sofort hinter die Hügelkette zurück, okay. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sehen wir schon, die müssen sich zurückziehen. Das sind Titans. Ja, ich weiß, aber die Kurse rechts von uns sind die. Dreh mal ein Stück nach Richtung Norden ein. Die sind im Norden. Achtung, Fabi, bleib dort frei. Stehen, baut schon mal die Fahrtrichtung in Fluchtrichtung auf, komm. Okay, verstanden.
Wir sollen Richtung Fluchtrichtung fahren. Das heißt, du drehst dich in Richtung, Richtung Süden. Jo, hör. G28. Ach, nee, da kann ich nicht bedienen. Tut mir leid. Der umgestürzte Dingo ist nicht weit entfernt. Da war auch noch Munition drin. Ich komme nicht zu euch vor. Ich schlage mich erstmal selbstständig zur Straße und warte dort auf meine Aufnahme. Hier ist doch der Panzerfaust drin. Wo ist der Kampfpanzer? Ah. Crazy, wo bist du? Ah, ich sehe dich. Der wurde aber gerade bekämpft. Letztes Magazin übrigens. Okay. Haben wir hier noch irgendwas drin, was wir brauchen können? Nee, wa? Hast du gehört, was ich gesagt habe wegen dem umgestürzten Ding, wo da Munition drin ist? Ja, hab ich so mit. Wenn du noch weißt, wo der ist. Ja, sicher, an der Straße. Wir können ihn hinfahren. Ja. Wir können ihn hinfahren. Crazy. Etwa wo ZZ Fabi ist. Ja, hab ich so mit. Wir verlegen jetzt gleich zurück und warten noch auf Fabi. Trennung. Fabi, ihr habt einen Versuch. Entweder es klappt oder nicht, dann macht ihr das Ding fahruntauglich. Wo ist das Ding jetzt? So verstanden, kümmern wir uns drum. Direkt rechts oben. Den kriegst du nicht rein, das warst du Punkt. Schau mal rechts, direkt rechts von uns. Mach mal die. Ist nur zur Sicherheit. Du liegst aber rechts über mir. Danke, wir haben es versucht. Bleib stehen. Ja, links neben dem G. Ich nehme die Panzerfaust, ich kümmere mich drum. Dingo kriegen wir nicht aufgerichtet, wir sprengen. Wenn Sprengung versucht, dann zu alter Position zurückverlegen. Leute aufnehmen, die reinpassen, der Rest verlegt zu Fuß, noch ein Stück weiter zurück zur sicheren Landezone. Verstanden. Ray, gibt es jetzt schon eine Möglichkeit, ist diese LZ Hotel, wie sie eingezeichnet ist, noch aktiv? Können wir dorthin zurückverlegen? Ran, wir können zurückfahren wieder zu den Leuten. Ingo, fahr untauglich, komm zurück. Wie ihr gesehen habt, haben wir den Dingo noch fahruntauglich gemacht. Leider ist er nicht explodiert, aber eindeutig nicht mehr fahrbar. Deswegen überspringen wir das Ganze auch und sind tatsächlich schon am Ende dieser Mission angekommen. Ihr habt Operation Silverspoon gesehen, zu Gast beim Titan Platoon und ich war zusätzlich zu Gast beim Jägerbataillon 533. Es war ein schöner Abend, es war ein toller Abend. Wir hatten viel Spaß, wir hatten viel Action, wir hatten viele Standzeiten auch, aber das gehört manchmal zu Arma dazu. Trotzdem konnte man die Zeit gut überbrücken. Durch eine super lockere Gruppe konnte man die Zeit hier gut rumkriegen. Außerdem hat es genügend Spaß gemacht. In der Infobox findet ihr das Interview vom Jägerbataillon 533. Hier nochmal ein großes Dankeschön an meine Partner, meine Unterstützer und besonders an meinen Sponsor Adi. Vielen, vielen Dank für alles und ich würde sagen, mit diesen Worten sage ich hier schon mal Tschüss. Es kommt zum Outro. Bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten. Kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Ciao.